Die Oberbürgermeisterin Angelika Gramko behauptet, vom Schweriner Leitungswasser könne man einfach nicht genug kriegen. Und das ist von der Wahrheit nicht weit entfernt. Das kühle Nass aus dem heimischen Hahn gehört zu den saubersten deutschlandweit. Dafür stehen gleich drei Unternehmen, WAG, SAE und AQS. Sie kümmern sich um die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Und das seit 20 Jahren. Am Freitag haben die Betriebe ihren gemeinsamen Geburtstag gefeiert. 1890 entstand das Wasserwerk Neumühle, wo die zahlreichen Gäste zum Empfang eingeladen waren. Alle drei Geburtstagskinder setzen somit eine wichtige Tradition fort und schauen optimistisch in die Zukunft. Ich bin auch stolz auf die Kollegen, die in den vergangenen 20 Jahren dafür gesorgt haben, dass die SAE heute relativ stabile Rahmenbedingungen hat. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir die Zukunft unter den Bedingungen auch meistern werden. Die ganzen technischen Systeme so umzustellen, dass auf der einen Seite die Qualität, auf der anderen der Wasserbedarf gedeckt war und das alles wirtschaftlich und zu verträglichen Preisen, das war eine Herausforderung, die WAG hervorragend bestanden hat. Es stehen eine Reihe von Vorhaben an, die wir gerade im Bereich Abwasser umsetzen werden. Und wir haben einen qualifizierten Mitarbeiterstab im Hintergrund. Da können wir uns voll und ganz drauf verlassen. Wasser und gutes Wasser ist für uns Lebenselixier. Und mit unserem Wasser kann man sogar Babynahrung zubereiten. Also was Besseres kann uns nicht passieren. Bis Ende des Jahres wird das Schweriner Wasser noch sauberer. Bis zum 1. Dezember werden alle noch verbleibenden Hausanschlüsse aus Blei ausgetauscht werden. Ein schönes Geschenk an ihre Stadt von den Jubilaren.